Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von den Brettspieltestern. Mit dabei, wie immer, Michaela und Christian, und hier live aus Essen, direkt vom, was ist es denn jetzt, offiziell zweiten Tag, heute ist Freitag, ein kleines, ja, Rückblicksvideo der letzten Tage für uns. Der letzten Tage, genau, also eigentlich so für so ein Recap von gestern, was gestern genau so passiert ist, Bericht und auch was wir gespielt haben und so. Ein klitzekleines Loot-Video auch. Und im Anschluss an das Video, beziehungsweise wenn wir soweit mit unserem Bericht und gespielt durch sind, dann blenden wir noch so ein paar Impressionen ein. Also schaltet nicht ab, wenn wir uns verabschieden. Da blenden wir noch so ein paar Impressionen ein von der Messe von gestern. Wir haben so ein bisschen gefilmt nebenbei. Genau. Fangen wir erstmal an. Gestern war Donnerstag, der offizielle erste Tag der Messe. Wir sind eigentlich soweit pünktlich hin, aber dann hieß es plötzlich in der U-Bahn, es war natürlich sowieso gerammelt voll, aber dann hieß es in der U-Bahn, alle bitte Ost aussteigen, weil West fährt nicht. Genau, West ist gesperrt. What? Genau. Wir wollen ja West aussteigen, logischerweise. Mhm. Und da mussten wir dann eben alle Ost raus. Es sind nicht alle rausgegangen. Ich habe keine Ahnung, wo die U-Bahn die Leute hingefahren hat. Von daher, wenn ihr jetzt immer noch durch Essen durchgeistert, ihr solltet mal auf den Lautsprechertext oder Lautsprecheransager hören. Genau, auf jeden Fall sind wir dann Ost raus und dann sind wir mit der Menge losgelaufen und dann war vom Osteingang war auch schon eine Riesenschlange und vom Westeingang war auch eine Riesenschlange. Und Süd, glaube ich, Süd stand, doch, da, also überall, wo Eingänge waren für... Es gibt ja nur Ost und Süd gibt es dann da gar war nicht. Noch dieser Runde da. Ja, das ist Ost. Das ist Ost? Das ist Ost, das ich dachte, da, wo Ost die ist der, ist. Ja, genau, und dann sind wir gegangen und dann gibt es diese Aussparung da. Ich glaube, das ist Südwest oder so. Also an allen Eingängen eine riesige Schlange. Riesig, war ganz schlimm. Genau, also war richtig viel los. Ja, und dann sind wir schon mal rein in die Messe und haben wir uns überlegt, wo wollen wir hin? Und dann sind wir morgens erstmal zur Board Game Circus gelaufen, wollten nämlich mal Horus spielen. Horus kann man da schon mal spielen, das Spiel ist aber noch nicht erhältlich. Das soll, ich glaube, nachher so im Dezember oder so soll ja, das, glaube ich, erkommen. Nee, Dezember meine ich auch. Hm? Genau, und dann habe ich, frech wie ich bin, habe ich die Brettspielgarde Perm und Michael da rumlaufen sehen. Viele Grüße an dieser Stelle. Habe mir die beiden gegriffen. Ich sage, hey, wir wollen jetzt hier Horus spielen, wollte ich dazusetzen. Und dann haben wir die beiden genötigt, sich mussten dazu sie, zu setzen. Keine Chance. Ja. Sie hatten keine andere Chance, sie mussten uns Horus spielen. Ja, was ist Horus? Wir schlüpfen im Prinzip in die Rolle von Halbgöttern. Wir verschieben Landmassen. Wir lassen Vulkane ausbrechen. Und warum machen wir das Ganze? Natürlich, weil wir möglichst viele Siegpunkte sammeln wollen. Wir haben jeder im Prinzip so ein eigenes Spielertableau. Es gibt 6 verschiedene Aktionen, die man machen kann. Wenn man am Zug ist, darf man immer 3 Aktionen machen. Und der Twist ist so ein bisschen, man hat... Es ist erstmal so ein Worker-Placement-Spiel, würde ich mal sagen. Man hat eine bestimmte Anzahl von Arbeitern. Man kann daher auch noch mehr Arbeiter freischalten. Die Arbeiter, die man hat, die muss man halt auf diese 6 Aktionsfelder einsetzen, aber nur auf freie Aktionsfelder. Das heißt, ich muss meine Aktion schon genau planen, weil wenn eine Aktion noch mit einem Arbeiter besetzt ist, dann muss ich den erstmal auf ein anderes Aktionsfeld setzen, die Aktion machen und könnte dann letztendlich... Erst wieder zurückspringen. Genau. Und was sind so die Aktionen, die man machen kann? Man kann zum einen verschieben. Das heißt, zu Beginn kann man immer, ich sag mal, alle Landschaftsplättchen, die auf dem großen Zentralspielplan ausliegen, einer Reihe oder einer Spalte, um ein Feld weit verschieben. Man kann immer jede Aktion noch upgraden. Das heißt, wenn ich da eine Erfahrung gewinne, kann ich immer, ich sag mal, bei einer Aktion ein Feld nach oben rutschen. Und dann kann ich zum Beispiel hier nachher alle Landmassen einer Reihe oder Spalte um 2 Felder verschieben oder nachher sogar um 3 Felder. Ja. Und nachher durfte man auch noch Berge verschieben, weil Berge durfte man uns grundsätzlich nicht verschieben. Das ist so eine Aktionsmöglichkeit. Man kann aber auch Landmassen bewegen. Da war mir nicht so ganz der Unterschied am Anfang klar, aber da komme ich ja gleich nochmal zu, was der Unterschied zwischen Verschieben und Bewegen ist. Aber Bewegen ist es so, da könnt ihr am Anfang 3 zusammenhängende Plättchen praktisch verschieben in einer Reihe. Und wenn ihr sie bewegt, dann kann das auch sein, und nur dann beim Bewegen, dass Landmassen aufeinandertreffen, dann kollidieren die. Und wenn die aufeinandertreffen, dann passiert was, dann verändert sich die Landmasse. Wenn nämlich zum Beispiel ein Zweierplättchen auf ein Zweierplättchen trifft, dann wird es zu einem Viererplättchen. Oder wenn ein Viererplättchen auf ein Viererplättchen trifft, dann wird es zu einem Berg zum Beispiel. Also so muss man immer gucken, welche Plättchen treffen aufeinander. Und die Summe daraus ist das neue Landplättchen. Oder wenn es nicht höher geht, weil es gibt nur Landplättchen von 1 bis 4, dann werden Vulkane auch noch auf den Spielplan gebracht. Dann kann man auch Vulkane noch ausbrechen lassen. Man kann auch noch studieren gehen, das heißt, man kann Miepel oben einsetzen. Da gibt es so 2 Felder für Miepel, da kann man die studieren lassen. Und mit Studieren kann ich sie entweder oben einsetzen, zunächst erstmal ein, mit der nächsten Aktion vielleicht noch einen zweiten. Also ich kann bis zu 2 oben haben. Und wenn ich dann vielleicht nochmal studiere, dann kann ich bis zu 2 da oben runterholen. Und wenn ich dann studiere und bis zu 2 runterhole, für jeden, den ich runterhole, kann ich halt an Erfahrung gewinnen. Das heißt,
Ich kann, wenn ich mir einen runterhole, kann ich bei einem, ich sag mal, eine Aktion kann ich quasi aufleveln und dann halt eben kann ich eben statt einem Schritt nur bewegen. Man kann auch die Leute wandern lassen. Zum Beispiel darf ich zwei wandern lassen. Genau, zum Beispiel als Verbesserung. Oder man kann auch bauen. Wenn man nämlich nachher Berge entstehen lassen hat, dann kann man auch Heiligtümer bauen. Da gab es drei verschiedene. Das waren so tetrisförmige Teile. Das eine war so ein dreier-tetrisförmiges Teil. Das war ein Winkel. Das andere waren Zweier und das letzte ein Einer. Und es konnte im Prinzip jeder Spieler auf jedem Berg maximal ein Heiligtum haben. Und auf jedem Berg durfte auch maximal jedes Heiligtum nur einmal vertreten sein letztendlich. Und dafür musste man, meine ich, zum einen sein Arbeiter dort auf dem Berg stehen haben, dann konnte man dieses Heiligtum da bauen und das brachte einem Spielende letztendlich Siegpunkte. Genau, dann haben wir, glaube ich, alles. Es waren, glaube ich, 6 Aktionen. Verschieben konnte man, bewegen konnte man, studieren konnte man, wandern, bauen und den Vulkan ausbrechen. Wandern, genau, hast du ja schon erklärt. Wandern, damit bewegte man seine Figuren auf dem großen zentralen Spielplan. Und hier dabei musste man immer aufpassen. Man hat nämlich jeder auf so einer Insel begonnen und wenn dann neue Landteile dazukamen und so weiter, konnte man sich auch entscheiden, wie man die ausrichtete, weil zum Wandern, man kann natürlich nicht übers Wasser laufen, sondern da musste auch Landmasse letztendlich sein, um da sich vorzubewegen. Und so kann man halt, ich sag mal, verschiedene Stufen immer verbessern, sodass man die Aktion verbessert, wie Christian schon gesagt hat, zum Beispiel beim Wandern. Ich kann mich da nicht nur ein Feld weit bewegen, sondern zwei, nachher drei und so weiter. Oder wenn ich beim Bewegen am Anfang musste ich drei Teile verschieben, dann konnte man nachher zwei oder nachher nur noch eins und so weiter. Also da gab es halt verschiedene Sachen, wie man seine einzelne Aktion verbessern konnte. Man konnte auch noch zusätzliche Arbeiter bekommen, wenn man nämlich gleichmäßig seine, ich sag mal, einzelnen Aktionen verbessert, sobald man eine ganze Reihe komplett einmal verbessert hatte, bekam man einen Arbeiter dazu, beim zweiten Mal noch einen weiter und beim dritten auch nochmal. Und am Spielende gab es halt einmal Siegpunkte. Es gab auch noch, wenn man seine Bauwerke, die konnte man nämlich auch verbessern, dass die am Spielende mehr Punkte brachten. Und wenn man gebaut hat, dann bekam man auch Erfahrung und man konnte auch aufsteigen. Das war noch so ein gesondertes Tableau, das ja, war wie so eine Pyramide, ja, sag ich mal. Ja, Siegpunkt-Tableau im Prinzip. Da konnte man drauf aufsteigen. Das hat nämlich auch das Spielende getriggert. Wenn einer ganz oben angekommen war an der Spitze, dann wurde das Spielende im Prinzip irgendwie eingeleitet in irgendeiner Form. Und man bekam am Spielende halt zum einen Siegpunkte, wo man halt auf dieser Aufstiegspyramide war entsprechend. Dann bekam man Siegpunkte, je nachdem die Arbeiter, die man an der Seite freischalten konnte, wie viel, ich glaube am Anfang ein Punkt pro Arbeiter, ja, wenn man das geschafft und so weiter. Und dann konnte man auch noch, je nachdem, wie weit man mit der Stufe aufgelevelt war, bekam man oben auch noch Punkte. Und für die einzelnen Heiligtümer, je nachdem, wie man die verbessert, bekam man auch noch Siegpunkte. Ja, und ich muss sagen, die Spiele hat mich so ein bisschen mit einem kleinen Fragezeichen zurückgelassen, weil irgendwie bin ich nicht so richtig reingekommen. Ich weiß nicht, woran es lag, aber ich habe am Anfang mich auch schwer getan, diese beiden Aktionen, mit denen man diese Landmassen letztendlich auf dem großen Spielplan bewegen konnte. Das eine war ja verschieben. Da durfte ich ja eine Reihe und Spalte komplett diese Landschaftsteile verschieben. Die eigentliche Position verändert sich nicht. Das heißt, wenn jetzt da zwei Plättchen zusammen sind, dann ein leeres Feld und dann kommt ein Plättchen, dann verschiebe ich die so, dass halt auch dieses leere Feld dazwischen bleibt. Das leere Plättchen wird mit verschoben. Also man rückt nicht auf, sondern das wird quasi, genau, mit verschoben. Und es gibt eben auch eine Äquator, das ist dann quasi der Kreis drumherum. Und wenn ich auf der einen Seite am Ende bin, das ist ja eine runde Erde, obwohl es ein Spielbrett ist, geht es auf der anderen Seite wieder drauf. Also das war ein bisschen strange, ja, die Begrifflichkeit mit bewegen, verschieben. Was Michaela eben sagte, das eine, dann bewege ich diese Reihe oder Spalte und bei dem anderen kollidieren die eben aufeinander und es entstehen halt eben größere Berge, es entsteht ein Berg oder es entstehen höhere Hügel. Das war schon nicht so einfach, in das System reinzukommen, auch von den Begrifflichkeiten her. Ja, und ich habe auch am Anfang, manchmal hat man ja auch so eine Idee, wenn man so ein Spiel anfängt, so wie komme ich an Siegpunkte ran? Ich muss sagen, irgendwie hatte ich hier jetzt nicht so gleich den Einstieg gefunden, wie komme ich jetzt eigentlich oder wie spiele ich, dass ich hier letztendlich Siegpunkte bekomme oder welchen Weg schlage ich ein? Also mich hat das Spiel so ein bisschen Fragen zurückgelassen. Wir haben ein paar Runden gespielt, wir haben es auch nicht komplett zu Ende gespielt. Was auch noch dabei war, wir hatten noch gefragt, was zu zweit ist. Da kommt dann ein Bot mit ins Spiel, da gab es dann, jeder hat halt so ein, ich sag mal, das eigene Spielertableau war auch noch so eine eigene Gottheit, die bestimmte Eigenschaften hatte. Und wenn man zu zweit spielt, gab es halt für jedes Spielertableau so ein anderes Kartenset, sag ich mal so. Und das konnte man mit reinnehmen. Der Bot spielt sich dann auch unterschiedlich schwer. Und das weiß ich noch nicht, ob mir das zu zweit dann so zusagen würde, weil da muss man auf den Karten standen dann bestimmte Sachen auch drauf, die man dann auch beachten musste. Was der Bot quasi in der laufenden Runde macht und mit Bots im Zwei-Personen-Spiel, da sind wir nicht so die Fans pauschal von. Also wir haben es nicht ausprobiert, von daher können wir nicht sagen, wie es funktioniert, aber es sah schon erstmal so ein bisschen komplexer aus. Von daher
vom Ersteindruck muss ich sagen, ich habe da nicht so richtig reingefunden. Für mich war es ein bisschen verwirrend, genau. Aber es ist, wie gesagt, nur ein Ersteindruck. Man müsste das Spiel halt nochmal dann spielen. Aber es hat mich jetzt, wie gesagt, am Anfang ein bisschen Fragen zurückgelassen. Und es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, oh cool, das hat mir jetzt super viel Spaß gemacht. Also von daher hat mich eher so ein bisschen Fragen zurückgelassen, ja, das Spiel. Ja, ging mir genauso. Also ich wusste zwar schon, wie ich Siegpunkte generiere, ich war auch relativ weit schon nach vorne gekommen, aber es waren eben so kleine Sachen, auch wenn man diese Monumente dann, diese Monumente, wie hieß es? Heiligtümer. Heiligtümer, wenn man die baut, dann erschafft man quasi auf, also die kann man nur auf dem Berg bauen, also wenn ein Viererplättchen auf ein Viererplättchen trifft, dann baut man einen Berg, mhm, und auf diesem Berg darf dann erst dieses Denkmal drauf und die dann eben ja auch nochmal gestaffelt und jeder Schritt nach oben ist auch ein Schritt von dem Miepel. Das heißt also, wenn ich halt eben ein Dreierfeld unten selber gebaut habe und der Nächste will ein Zweierfeld bauen, dann muss er von seinem Zweierfeld auf mein Dreierfeld, von dem Dreierfeld auf das Bodenplättchen, auf das Bergplättchen und von da aus kann er erst weitergehen. Also das sind dann mehr Schritte, die er machen muss. Plus, wenn ich da gebaut habe, einer baut über mich drüber, kriege ich noch einen Erfahrungspunkt und. Also da waren noch relativ viele kleinteilige Regeln. Also mit so einem Probespiel ist es an der Stelle echt nicht getan. Und das dann noch mit dem Automa, also sprich mit dem Bot im Zwei-Personen-Spiel, das müssen wir uns echt mal überlegen, ob wir das wollen. Und es war auch so auf dem Spielplan, auf diesem Hauptspielplan, wo man diese Landschaftsplättchen, ich sag mal, verschiebt, da kann auch, bis man selber wieder dran, das Ganze passieren. Dann ja, ist man plötzlich Vorplan mit seiner Figur großartig, ganz auf dem anderen Ende oder wie. Ihr wart irgendwie zu dritt auf dem einen Ende. Ich war ganz alleine auf meinem eigenen Island auf der anderen Seite. Wobei ich nachher festgestellt habe, dass ich nachher durchs Verschieben auch wieder zu euch hätte rankommen können. Aber da muss man letztendlich erstmal reinfinden. Also von daher müssen wir mal gucken. Also so vom Ersteindruck, ja, würde ich jetzt sagen, okay. Aber wie gesagt, ist auch nur ein Ersteindruck. Vielleicht nochmal ganz kurz zurückgespult zu dem Tag davor, Mittwoch, die Pressekonferenz. Da haben wir auch ein Spiel spielen können, nämlich bei Heidelberg am Stand. Da haben wir Hungry Monkey gespielt. Das ist ein Kartenspiel, also ein reines Kartenspiel. Und zwar bekommt da jeder, das sind Tierkarten, jeder bekommt 3 Tierkarten auf die Hand und 4 Karten zufällig verdeckt vor sich abliegend, die man auch nicht kennt dann letztendlich. Und es geht letztendlich darum, dass man alle Karten ausspielt. Und der Spieler, der am Ende nichts mehr hat, der gewinnt letztendlich das Spiel. Ihr habt einen Nachziehkartenstapel und da wird je nach Spieleranzahl die böse Miezekatze eingemischt. Da gibt es so auf der Katze so Streifen, ich sag mal so Striche. Und in bei welcher zwei, Höhe der quasi dann eingemischt wird, genau, diese Karte. Genau, diese Karte. Und dann wird die da halt reingesteckt. Und es ist halt immer so, wenn ihr am Zug seid, müsst ihr eine Karte ausspielen oder auch mehrere Karten. Und zwar ist es so, es geht immer so darum, eine gültige Karte auszuspielen. Also der erste Spieler fängt an, spielt irgendeine beliebige Karte aus, dann liegt in der Mitte eine Karte aus mit einer Zahl, sagen wir jetzt mal die 6. Und der nächste Spieler darf dann entweder die gleiche Zahl oder eine höhere Zahl ausspielen und davon auch beliebig viele Karten. Das heißt, wenn jetzt Christian zum Beispiel 2 Sechsen auf der Hand hat, kann er auch 2 Sechsen ausspielen. Also immer die gleiche Zahl oder eine höhere Zahl und davon dann halt beliebig viele. Wenn 4 gleiche Zahlen ausliegen, dann kommt immer der komplette Stapel weg, dann wird er einmal abgeräumt. Ansonsten, wenn ich zum Beispiel nicht aus der Hand spielen möchte oder kann, kann ich auch die oberste Karte vom verdeckten Nachziehstapel nehmen, die aufdecken und dann wird halt auch geguckt, ist das eine gültige Karte, also ist sie gleich, entspricht sie der gleichen Zahl, wie die schon ausliegt oder ist sie höher. So, wenn es nicht passen sollte, sagen wir jetzt mal so, Christian spielt die 5 auf die 6, dann ist es eine ungültige Zahl, dann muss Christian den gesamten Stapel aus der Mitte auf die Hand nehmen. Und dann gibt es halt noch so ein paar Sonderkarten. Es gibt zum Beispiel die Ameise, das ist die 1, wenn man die ausspielt. Die Ameise selbst bleibt liegen, aber man muss alle Karten, die in der Mitte schon ausliegen, auf die Hand nehmen. Oder es gab zum Beispiel auch den Affen, der kopiert eine bereits ausliegende Karte. Oder es gab eine Karte, wenn man die ausspielt, durfte man eine Karte aus der Hand mit einer verdeckten Karte von sich auswechseln. Die ausliegen. Es gab eine Karte, da konnte man eben sich eine von diesen 4 Karten, die verdeckt vor einem liegen, anschauen. Also dass man eben, weil nachher ist es so, wenn man dann eben keine Handkarten mehr hat, dann spielt man diese 4 verdeckten aus. Mhm. Und dann macht es natürlich Sinn zu wissen, wo, welche Karte genau wo liegt, um das eben dann sinnvoll dann wieder entsprechend platzieren zu können. Genau, und dann gab es auch noch die 11. Die 11 war, wenn die ausgespielt wird, meine ich, der ganze Stapel in der Mitte abgeräumt und so weiter. Also so spielt sich das runter und jeder möchte im Prinzip seine Kartenhand zuerst leer werden. Und wir hatten ein ziemlich überraschendes Ende. Eine Karte. An einer Karte ist gescheitert, weil ich eine Regel nicht verstanden habe oder nicht mitbekommen habe. Ich dachte nämlich, diese 4 Karten, die vor allem liegen, man muss die von links nach rechts abspielen. Und man durfte die frei abspielen. Und deshalb habe ich da einen Fehler gemacht. Und dann konnte Michaela nachher mit der letzten Kopierkarte, konnte mich ins Verderben reißen. Und dann habe ich verloren. Genau. Und also es war ganz lustig. Der Autor war da auch vor Ort. Der hat das Spiel erklärt. Also ich finde, das war ein kurzweiliges Kartenspiel. Und wie gesagt, wir haben es ja erst einmal gespielt. Ich fand es eigentlich ganz witzig. Opener oder so. Genau. Für zwischendurch war das echt amüsant. War schnell, verständlich. Wir sind sehr schnell reingekommen, auch durch diese Sonderkarten, durch die Sondereffekte. Und ich glaube natürlich, wenn man es noch mit mehr spielt, dann passiert ja auch noch mehr in der Mitte, dann verändert sich ja auch noch wieder mehr. Also von daher hat für einen Ersteindruck hat es Spaß gemacht. Ja,
Genau. Ja, dann sind wir so ein bisschen durch die Hallen geschlendert. Wir haben gestern sowieso, finde ich, den Tag relativ entspannt so Ganz angehen gut schön. lassen. Genau, ganz Sutsche. Und wir waren dann noch beim Asmodee Presse-Event mittags eingeladen. Vielen Dank nochmal an Asmodee an dieser Stelle. Das war wirklich total toll. Es gab was zu essen, es gab was zu trinken. Wir haben ganz viel mit netten anderen Content-Creatern geschnackt. Das war wirklich total klasse. Und dann waren da halt in dem Raum ganz viele Tische aufgespielt mit verschiedenen Spielen, die man halt spielen konnte. Man konnte Twilight Inscription spielen, man konnte Familiar Tales spielen, man konnte Ettiva spielen, Planet B war aufgebaut, Flamecraft war aufgebaut, Settlement war aufgebaut und. Ich glaube, Precognition heißt es, glaube ich. Dann hier von Carcassonne, das neue Nebel über. Kooperative. Nebel über Carcassonne war aufgebaut. Also ganz viele verschiedene Spiele waren aufgebaut. Es waren dann Erklärer mit dabei. Und ich wollte unbedingt auch mal Twilight Inscription ausprobieren. Und das war dafür 8 Leute ausprobiert. Und das haben wir dann noch ausprobiert. Und dann hatten wir auch einen Erklärer dabei, der auch, ich glaube, an der deutschen Übersetzung oder Der war Redaktion, damit der war, involviert, ja. genau, von daher kannte der sich auch richtig gut aus damit. Der hat uns dann das Spiel erklärt. Und wir haben im Prinzip, es gibt erstmal eine Anleitung und dann gibt es aber auch noch so eine Anleitung zum Spiel, um das Spielen kennenzulernen, sage ich jetzt mal so. Und das haben wir quasi gespielt. Also man spielt normalerweise, ich glaube, 4 Runden. Wir haben 2 Runden gespielt. Also es gibt so einen Ereigniskartenstapel, der ist in 5 Phasen unterteilt. Und diesen spielt man im Prinzip einmal durch und dann ist das Spiel zu Ende. Und ich glaube, wir haben 2 Runden, glaube ich, gespielt. Und es ist halt so, jeder Spieler hat erstmal riesen, also es ist ein Roll and Write, es ist die Roll and Write-Version von Twilight Imperium. Twilight Imperium kennen wir nicht, von daher können wir keine Vergleiche ziehen. An das große Spiel haben wir uns nicht rangewagt. Man hat so, also 4 Pläne vor sich ausliegen. Es gibt Navigation, es gibt Expansion, es gibt Militär und es gibt Industrie. Und das Spiel läuft so ab, dass wir halt verschiedene Sachen ankreuzen wollen, um damit möglichst viele Siegpunkte zu bekommen. Wir kreuzen uns damit Vorteile ab, die wir dann für andere Sachen und so weiter nutzen können. Man kann auch teilweise Siegpunkte sich dann da schon so freischalten und so weiter. Und es läuft im Prinzip so ab, jede Runde wird eine dieser Ereigniskarten aufgedeckt und das meiste sind Strategieereignisse. Und dann sind da erstmal Symbole drauf. Und alle wählen jetzt eine dieser 4 Tafeln, weil es ist immer nur eine Tafel aktiv, die der Spieler in dem Moment wählt. Und da kann er erstmal auf der Karte sind Symbole drauf, diese Symbole entsprechend abkreuzen. Das kann zum Beispiel sein auf der Navigationstafel oder auf dem Navigationsplatz, so nenne ich es jetzt einfach mal so, dass man da weiter erkundet. Das heißt, dass man Striche ziehen kann zu den einzelnen Planeten, die man da, sag ich mal, erreichen kann. Oder für ein anderes Symbol, dass man diese Planeten einkreisen kann. Da gibt es dann gepunktete, das sind Soforteffekte oder gestrichelte, das sind dann Effekte für später und so weiter. Da gibt es auch so ein kleines Wettrennen auf diesem Plan, weil es da einen Planeten gibt, wenn der zuerst erreicht wird, der Gibt's Spieler, da Sonderpunkte? gibt es dann Sonderpunkte für. Genau, also man hat dann halt diese Ereigniskarte, alle Spieler wählen sich eine dieser 4 Tafeln aus, nimmt dann erstmal die Symbole, die auf der Karte drauf sind und wenn auf der Karte draufsteht, würfelt die Würfel, dann werden die 3 schwarzen Würfel gewürfelt und dann nimmt man diese Symbole von den Würfeln auch noch für die aktive Tafel, wo man auch schon die Symbole von der Karte eingetragen hat. Also man hat immer einen aktiven Plan pro Runde, den sucht man sich dann halt, also pro Zug, den sucht man sich dann halt aus. Und man kann sich im Spielverlauf auch noch weitere Würfel freischalten. Es gab 3 Würfel. Und die Spieler, die sich dann einen dieser Würfel freigeschaltet haben, aber auch für den Plan, ihr müsst dann gucken, der Würfel, es gab für jeden Plan so Felder, ich habe mir jetzt da den Würfel freigeschaltet, das musste man sich dann entsprechend kennzeichnen, die konnten halt den extra Würfel dann auch noch mit nutzen. Genau, und dann lagen auch noch Zielkarten aus, zum Beispiel, dass man auf diesem, ich sag mal, wie hieß der zweite nochmal, Expansionsplan, meine ich, da waren so Planeten drauf, die durfte man auch erst nutzen, da konnte man Ressourcen abkreuzen, wenn man so bestimmte Symbole vorher auf der Navigation, so Wenn man einen Planeten Planetensymbol, quasi erreicht hat, damit man genau. dort auf dem Planeten irgendwas machen kann. Also das war in sich Genau. auch ein bisschen logisch, ne? Genau, dann konnte man sich da aussuchen, welchen Planeten kreise ich jetzt an und erst dann durfte ich da auch die Symbole abkreuzen. Und da gab es zum Beispiel auch eine Auftragskarte, es lagen immer 4 Auftragskarten aus. Und da gab es zum Beispiel eine, wenn du auf 3 dieser Planeten auf dem Expansionsplan alle Ressourcen abgekreuzt hast, dann hast du halt Auch wieder diese Sonderpunkte. erfüllt. Oder wenn du auf dem Navigationsplan alle diese Planeten eingekreist hast, oder nicht alle, sondern 5 eingekreist hast, hast du es bekommen oder so. Also, oder wenn du auf dem Militärdings 2 Reihen vollständig befüllt hattest. Also da gab es dann auch immer noch Auftragskarten. Es gab für jeden auch noch einen eigenen Charakter, so nenne ich es jetzt mal Ja, so. der hatte eben Vorteile, Nachteile, in Anführungszeichen, Besonderheiten, Charakterfähigkeiten. Die hatten wir erstmal ganz außen vor gelassen in diesem Probespiel, was wir gemacht haben, was dann eben nochmal das ein bisschen aufbohrt. Im Militärbereich zum Beispiel ist es so, dass man eben schon standardmäßig drei
Raumschiffe freigeschaltet hatte, die konnten wir auf so einen Plan aufbauen. Mhm. Und der Plan war eben geteilt, einmal links, einmal rechts. Und je nachdem, wo ich eben meine Raumschiffe platziert habe, gab es nachher einen Krieg, einen Kampf. Mhm. Und dann wurde eben einmal geschaut auf meinem linken Plan, damit kämpfe ich gegen meinen linken Nachbarn und auf dem rechten halt eben gegen den rechten. Und wer da stärker war pro Kampf, hat eben Boni gekriegt. Wer schwächer war, hat einen Malus gekriegt. Genau, und dann, es gab halt, ich sagte ja gerade im Hauptsächlich ein Strategieereignis und dann gab es halt auch noch Militärereignis. Wenn das kam, hat man halt geguckt, wie weit war man mit seinem Militär. Da hat halt jeder für sich gezählt. Dieser Militärbereich war, meine ich, auch in 4 Stufen unterteilt, also nach oben hin. Und dann halt nochmal in der Mitte geteilt, wie Christian gesagt hat, einmal einen linken und einmal einen rechten Bereich. Je nachdem, einmal der linke Nachbar, einmal der rechte Nachbar, einmal der linke Nachbar. Und wenn die Militärkarte kam, hat man halt geguckt, wie stark man war, wie Christian es gerade eben schon beschrieben hat. Oder es gab halt auch noch den Rat, eine Ratsabstimmung gab es dann auch noch. Man konnte im Industriebereich auch noch so Stimmen sammeln letztendlich. Und dann gab es eine Ratskarte, da gab es dann eine Abstimmung, da gab es immer 2 bestimmte Ereignisse. Und jeder musste für ein Ereignis abstimmen. Und das Ereignis, was die meisten Stimmen gesammelt hatte, wie gesagt, dafür hat man im Spielverlauf auf dieser Industrie oder auf diesem Industriebereich Stimmen sammeln können. Dann konnte man sich entscheiden, wie viele Stimmen möchte ich jetzt dafür einsetzen für diese Abstimmung. Die musste man dementsprechend dann noch abkreuzen, wenn man sie dann benutzt hatte. Und je nachdem, was die meisten Stimmen bekommen hat, das trat dann ein. Wir hatten zum Beispiel entweder, es wird nochmal ein Militärflugzeug irgendwie eingezeichnet oder auf dem Expansionsbereich konnte man in einem Bereich Kreuze setzen jeweils, um auch weitere Würfel dann, wenn man genug Ressourcen da abgekreuzt hat, freigeschaltet hat. Genau, also im Prinzip viele Sachen, die so ineinander greifen, viele Sachen, die halt, wenn man bestimmte Vorteile freischaltet, die dann den Bereich wieder nutzen kann, zum Beispiel, wie Christian schon gesagt, Militärbereich, brauche ich so verschiedene Symbole, um noch 2 stärkere Sachen freizuschalten. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie die beiden Schiffe hießen da. Ist auch egal, aber da konnte man stärkere Militärschiffe dann für freischalten und so weiter. Also von daher sehr, sehr viel, was man da machen konnte, da an Vorteile. Und wir sind aber relativ gut reingekommen ins Spiel. Und ich finde jetzt so für den Ersteindruck hat es richtig viel Spaß gemacht. Ich bin richtig neugierig darauf, das nochmal zu spielen. Und ich glaube letztendlich, wenn man das jetzt mal so, wir haben es jetzt ja schon einmal gespielt, ich glaube, jetzt wieder reinkommen wird gar nicht so schlimm. Es ist nochmal die Anleitung durchzugucken und von da, ich glaube, da kommt man auch richtig gut rein in das Spiel. Ja, wenn man die Grundmechaniken verstanden hat, wie die ineinander greifen, weil wenn ich da was umkreise, hat es eben nicht sofort eine Auswirkung, sondern eventuell später. Und es sind halt eben ein paar Regeln, klar, logisch, aber wenn man die verstanden hat, dann fliegt das relativ zügig durch, das Spiel. Genau, mir hat es richtig viel Spaß gemacht, das möchte ich auf jeden Fall gerne noch haben. Das soll jetzt ja, ich glaube, was sagt er, in 2 Wochen, das hat sich ganz zur Messe geschafft. Ja, auf der Ende Messe, Oktober, Anfang November soll es rauskommen. Genau, auf der Messe ist erstmal nur die englische Version, ich meine, er sagt irgendwie in 2 Wochen oder so soll es rauskommen. Also da freue ich mich richtig drauf, das hat richtig viel Spaß gemacht, da bin ich auch echt neugierig drauf. Und wie gesagt, wir kennen das große Twilight Imperium nicht, von daher können wir keine Vergleiche ziehen. Aber dieses Wohl und Bright hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Also von daher, da bin ich wirklich neugierig drauf. Und es hat auch zu 8 wirklich gut funktioniert, weil man ja alles gleichzeitig macht. Also diese Ereigniskarte wird aufgedeckt. Dann kreuzt ja jeder in dem Bereich, wenn das eine Strategie-Ereigniskarte ist, wo er möchte, auf seinem aktiven Bereich erstmal die beiden Symbole ab. Dann wird gewürfelt, dann macht man das auch noch. Und da hatten wir auch die Frage zum Beispiel mit dem Militär, weil man ja links und rechts gucken kann. Ja, ich warte vielleicht erstmal, wo kreuzt er das ab? Weil ich möchte ja nachher, wenn Militär ist, vielleicht da auch. Aber man soll es halt eigentlich gleichzeitig machen. Gleichzeitig, ein bisschen schummeln wäre das. Genau. Ich meine, dass man mal zwischendurch links und rechts guckt, ja, das ist dann ja schon legitim. Genau, aber dann gerade, wenn es jetzt darum geht, einzuzeichnen, also am Ende des Einzeichnens kann man natürlich mal schauen, aha, wie stark ist mein Nachbar, muss ich da vielleicht nächste Runde ein bisschen was investieren, um stärker zu sein. Genau, und dann haben wir noch, dann waren wir noch mal draußen, haben wir noch mal ganz nett auch mit den Jungs vom Bretterwisser gesprochen. Viele Grüße auch an dieser Stelle, haben noch mal eine Kleinigkeit gegessen, eine Kleinigkeit getrunken. Und dann sind wir nochmal wieder rein und haben dann Settlement gespielt. Und das ist im Prinzip ein Worker-Placement und ein Engine-Building-Spiel. Genau, kommt aus der Ukraine. Von daher, das schon mal ein großer Pluspunkt. Mhm. Das Cover finde ich total genial. Das ist im Prinzip so ein König mit einer Krone eingebaut in eine Landschaft. Also in so einen Berg und das sind halt eben Bäume und so. Also das finde ich von der Optik total genial. Vom Ablauf her ist es im Prinzip, was Michaela sagt, halt eben Worker-Placement. Wir haben erstmal einen nackten Spielplan und können auf diesem Spielplan halt eben Gebäude bauen. Die werden aus einer offenen Auslage gezogen. Oder eben man kann Natur, Landschaftsplättchen holen. Die sind verdeckt in verschiedenen Stufen, 1, 2, 3. Mhm. Und je nachdem,
was ich nehme, baue ich das dann eben hin und dann kann ich halt eben mit meinen Workern in Anführungszeichen die Gebäude oder die Landschaften aktivieren. Bei den Landschaften ist es so, dass dann meistens halt eben noch irgendwelche Monster kommen. Diese Monster kann ich dann bekämpfen, dafür brauche ich dann auch wieder Miepel. Und das geht dann über insgesamt fünf oder sechs Runden. Gibt eben auch die Möglichkeiten, dass man noch zusätzlich Miepel aus dem Vorrat kriegt, über eben gewisse Kombinationen, die man macht, über gewisse Gebäude, die man vielleicht errichtet hat und. Und darüber generiert man halt eben dann im Laufe des Spiels Siegpunkte, beziehungsweise halt eben bei Spielende wird nochmal geschaut, ob irgendwo zusätzliche Siegpunkte kommen. Und das flutscht extrem einfach, schnell. Also die Regeln waren wirklich gut, einfach, aber halt eben, es hat trotzdem Spaß gemacht, es hat schön ineinander gegriffen, die einzelnen Möglichkeiten. Es gab gefühlt auch keinen Königsweg, dass ich das jetzt pushe, um auf alle Fälle zu gewinnen. Das war wirklich gut austariert und hat total viel Spaß gemacht. Also wir haben auch unter einer Stunde gespielt und das für ein Probespiel war echt zügig. Ja, wir sind auch total schnell reingekommen. Also es gab halt auf dem Spielplan so einzelne Felder, da konnte man halt immer mehrere Worker einsetzen, wie zum Beispiel Monster bekämpfen. Es gab Monster, die waren einfach. Ich glaube, die Grünen brauchten immer nur einen und Arbeiter. Die Roten brauchten, glaube ich, vier oder so. Und dann, nee, die Blauen brauchten vier, das waren die schwersten. Ja, also die Gelben in zwei unterschiedlichen Schwierigkeitsstufe, umso mehr Miepel musste ich einsetzen. Aber wenn ich so ein Monster besiege, habe ich halt eben auch einen Boni gekriegt, Diamant oder Goldstück oder sowas, was eben sehr mächtig war, um irgendwelche anderen Sachen nachher, insbesondere über die Gebäude dann zu machen. Genau, man konnte auch noch Türme errichten oder Wachtürme hieß das, weil wenn man ein Monster vertrieben hat, konnte man auf dieses Monsterfeld dann letztendlich so einen Turm draufsetzen. Der wiederum hatte auch noch ein Einsatzfeld. Wenn ich da einen Miepel draufgesetzt habe, dann konnte ich den Ertrag von diesem Plättchen letztendlich nochmal bekommen, von dem Wildnisplättchen. Und dann konnte man auch noch Rohstoffe tauschen jederzeit. Da musste man auch noch so ein bisschen drauf achten. Es gab so Grundrohstoffe wie Lehm, Holz und Stein. Die konnte ich jederzeit umwandeln. Ich glaube, in ein Gold. Nee, das war in ein Kristall. In ein Kristall, genau. Und die Endwertung war quasi, also es gab noch so Heldenkarten, die ausgelegen haben. Die musste man halt mit Rohstoffen bezahlen. Die Grundrohstoffe waren, wie gesagt, Lehm, Holz, Stein. Und dann gab es halt noch Kristalle und Gold mit dazu. Und die kosteten halt unterschiedliche Ressourcen, sage ich jetzt mal so, und brachten dann unterschiedliche Siegpunkte. Und die unten hatten die immer halt die Angabe, was für Monster. Das heißt, wenn man so ein Wildnisplättchen sich geholt hat und ausgelegt hat, musste man immer gucken, ist da eine Monsterfarbe drauf, die auch mit einer ausliegenden Heldenkarte, wo ein Monster drauf ist, korrespondiert und dann kam da so ein Monster drauf und am Spielende gab es halt zum einen Punkte für die Heldenkarten, die man sich geholt hat, weil die hatten Punkte oben drauf. Es gab aber auch Heldenkarten, die hatten zum Beispiel einen Turm drauf, das heißt, man hat geguckt, wie viele Wachtürme hat man letztendlich in seiner Auslage oder wie viele Wildniskarten oder wie viele Häuser hatte man gebaut. Also eigentlich gab es nur für die Heldenkarten dann nachher am Spielende Siegpunkte und genau noch für die Häuser. Gebäude. Für die Häuser, genau, weil dann gab es zum Beispiel, das eine hattest du ja, 5 Siegpunkte pro Gold, was man auf dem Haus gelagert hatte. Also im Laufe des Spiels konnte man dann eben Gold da einsetzen, so wie bei einer Bank. Und dann wurde am Schluss geschaut, so und so viele Goldstücke habe ich dort, mal 5 Siegpunkte. Und es gab ein Gebäude, da hat man dann 4 Siegpunkte pro Kristall bekommen. Und das brachte eben dann auch nochmal Siegpunkte. Genau, man konnte, wie gesagt, die Arbeiter dann auch nutzen, um diese Gebäude zu aktivieren. Da konnte man halt verschiedene Rohstoffe bekommen oder man konnte was tauschen oder so weiter. Die hatten halt verschiedene Funktionen, genauso bei den Wildniskarten. Aber da gab es halt, wenn man die Wildniskarten aktiviert hatte, dann immer nur Rohstoffe letztendlich. Genau, also vom Spielprinzip wirklich ein einfaches Worker-Placement-Spiel, aber schon ein Kenner, Einstiegskennerspiel, würde ich sagen. Also es ist eigentlich ein schönes Spiel, wenn man jetzt Familienspieler hat, um jetzt die mal ins Kennerspielsegment ranzuführen. Es war jetzt so nichts Außergewöhnliches, weil es eigentlich viele, die meisten Mechanismen kennt man schon. Ja, aber es war einfach schön rund und schnell. Das, wie Michaela sagt, so als Einsteiger-Kennerspiel. Genau. Ist gut. Also mir hat es an dem Tag Spaß gemacht. Ob ich das nun unbedingt in meiner Sammlung haben muss, weiß ich noch nicht. Ist jetzt auch nur ein Ersteindruck. Aber mir hat es Spaß gemacht an dem Tag und es war auch ein rundes Spielerlebnis. Also es hat Spaß gemacht und wir sind gut reingekommen in das Spiel. Und hat zu zweit auch gut funktioniert. Genau. Ja, dann hatten wir noch einen Termin abends bei Taverna Ludica Games. Da haben wir uns nochmal Tindaya und Vengeance hieß es, glaube ich, ne? Vengeance, Roll and Ride. Genau. Season 2, genau. Die haben wir uns dann nochmal kurz vorstellen lassen. Ja, und dann sind wir noch ein bisschen durch die Hallen getigert und dann war es auch schon zu Ende. Und dann hatten wir abends im Hotel noch eine Verabredung. Ein Freund von uns, Thomas Sellner, Grüße gehen raus an dieser Stelle, hat nämlich sein zweites Spiel veröffentlicht und zwar diesmal bei Heidelberg, Tales on Fire. Brennende Schreie. Ja, das wollte ich jetzt nicht sagen. Ich darf das sagen. Hat nichts mit Menschen zu tun. Da kommt auch noch ein gesondertes Video zu. Das ist ein Kartenspiel. Im Prinzip ist das Feuer geklaut worden vom Thema her. Und wir wollen uns das Feuer wiederholen. Man hat Karten auf der Hand. Das kann ich erklären. Erklären wir im gesonderten Video. Oder? Okay, erklären wir jetzt weiter nichts. Mit dem Autor. Mit dem Autor. Das ist der Plan für heute. Da machen wir noch ein gesondertes Video zu. Deshalb, wir müssen auch ein bisschen Gas geben. Genau. Wir wollen gleich los. Wir wollen gleich los in die Messe. Die Messe macht gleich auf. Genau. Genau, okay, das machen wir dann in dem gesonderten Video. Das wollen wir nämlich heute noch machen. Ich hoffe, wir kriegen das heute noch hin. Ansonsten schieben wir es im nächsten Video nach, wenn wir darüber erzählen. Genau. Okay.
dann schaltet jetzt. Nein, ganz kurz unser Loot. Ich hatte ja versprochen, wir zeigen nochmal Loot. Und zwar, wir sind echt schwach. Also dieses Jahr, normalerweise haben wir ja im Schnitt so gefühlt irgendwie 20 bis 30 Spiele pro Tag mitgenommen. Und wir sind etwas reduziert. Mhm. Das hat Michael ausgesucht. Genau, 1923 Cotton Club habe ich, Cotton Club heißt es, glaube ich, ne? Zwei bis vier Spieler, 60 Minuten Spielzeit, ab 12 Jahre. Ich habe davon schon einiges gehört, so von anderen Kollegen, sage ich mal so, die das gut fanden. Und deswegen war ich einfach neugierig aufs Spiel und die hatten das davon 26 auf 24 Euro runtergesetzt. Schnabber! Ich hoffe, es spiegelt sich so. Deswegen habe ich gedacht, wir haben es noch eingepackt, Entschuldigung. Und deswegen habe ich gedacht, nehme ich das mit, das würde ich gerne mal ausprobieren. Und dann waren wir noch an einem Stand, da hat Christian sich auch nicht besammeln lassen. Ja, da habe ich mit dem Autor und Illustrator, oder nur Illustrator oder Autor, ich weiß es gar nicht genau, geschnackt. Und zwar habe ich dann Snowblind mitgenommen. Das wollte ich immer schon mal haben. Das ist uralt. Und das sind auch die letzten... Warte mal, Entschuldigung. Das ist lange her. 2016. Ja, siehst du, also uralt, 6 Jahre ist das her. Und das habe ich schon zigmal in der Hand gehabt. Ich finde die Grafik total genial. Ich glaube, sogar in dem Jahr, als es rauskam, da waren wir auch da am Tisch. Ich glaube, wir haben das da sogar gespielt in dem Jahr. Ich glaube, wir haben das wirklich... Doch, das kann gut sein. Ich glaube, wir haben das sogar mal gespielt. Weil da sind wir also nämlich doch nochmal immer wieder hin und nachher war es, glaube ich, nicht mehr da. Genau, und jetzt ist es eben so, also das waren seine letzten Copies, die er noch da hatte. 3 Stück. Ich habe den drittletzten quasi mitgenommen. Ist wohl auch out of print. Von daher wird das wohl auch nicht nachgemacht, ist ein Wettlauf zum Südpol, quasi historisch so ein bisschen belegt, dass wir halt eben da mit unseren Expeditionen versuchen hinzubekommen, ist ein Push-Your-Luck-Spiel, wo wir halt eben auch Würfel einsetzen und mehr weiß ich noch gar nicht, aber ich finde die Grafik cool und ich wollte es schon immer mal haben und wir haben es relativ günstig geschossen für 20 Euro in Kombination mit Konya, da habe ich gar keine Ahnung von, das hat er mir so aufgeschwatzt, weil er gesagt hat, hey, komm, Snowblind kaufst, dann kriegst du das hier für 5 Euro. Da habe ich gesagt, ey, 5 Euro, das kann ich mitnehmen. Ist auch erschienen seinerzeit bei Feuerland. Und ich sage mal, Feuerland bringt ja pauschal nur gute Spiele raus. Deshalb dachte ich mir, da kann nichts schief gehen. Ist auch ein Würfelspiel, ist auch ein Zwei-Personen-Spiel. Snowblind ist, glaube ich, 1 bis 4. Ich glaube, da war sogar ein Solo-Modus bei, ne? Moment. Ja, 1 bis 4. Das ist ein reines Zwei-Personen-Spiel. Da ist es eben so, dass wir Zauberer sind. Wir versuchen, Regenwolken zu erzeugen und den größten Sturm nachher zu generieren und der das halt eben am besten macht, der gewinnt. Und ich fand auch da, das ist alles der gleiche Illustrator, der auch Alte dunkle Dinge, wie hieß das? Alte dunkle Dinge, ja. Ja, genau, der das rausgebracht oder illustriert hat und ich mag diese Grafikarten, mag ich total gerne. Und für 5 Euro dachte ich, da kann ich nichts falsch machen. Und das war unser Loot. Das ist wirklich krass. Dieses Jahr sind wir irgendwie, wir haben sonst normalerweise an jedem Tag hier nach der Messe haben wir erstmal ausgebreitet, haben Fotos von dem Loot gemacht und so weiter. Und irgendwie dieses Jahr, irgendwie sind wir auch dieses Jahr ganz anders davor. Wir laufen so entspannt durch die Hallen, wir lassen uns da treiben so ein bisschen. Und wir haben mehr Spiele mit nach Essen genommen, als wir aktuell dort gekauft haben. Also das, wir haben da ein Missverhältnis, weil wir für den ersten Abend haben wir halt eben Spiele mitgenommen. Stimmt gar nicht, 3 haben wir mitgenommen, also 3 zu 3. Genauso viele Spiele, die wir mitgebracht haben. Für ja, aber das eine sind ja 3 Spiele. Ja, okay. Ja, okay. Also dann momentan haben wir Pari. Mhm. Wir hoffen, dass das vielleicht sich noch ein bisschen zugunsten der Messe dann ausschlägt. Das genau, Verhältnis. Genau. Ansonsten war es wirklich ein schöner Tag. Es war auch von der Menschenmenge, sage ich mal so, auch wirklich entspannt, fand ich. Also für den Donnerstag? Teilweise war es mal so ein bisschen voller, aber man konnte auch gut in den Gängen auch mal stehen bleiben, sich mal schnacken. Man wurde nicht so durchgeschoben. Wie gesagt, manchmal war es wirklich so, mit einmal war es dann voll. Aber wenn man dann ein bisschen weitergegangen ist, war es dann auch wieder leerer. Das ging wirklich sehr gut für den Donnerstag. Auch mit den Masken ging das gut. Genau. Okay, das war dann soweit unser Bericht, unser Loot und das, was wir gespielt haben. Und jetzt schaltet nicht ab, weil jetzt am Ende kommen noch ein paar Impressionen. Wir haben noch ein bisschen was gefilmt. Schaut euch das gerne auch noch an. Wir sagen an dieser Stelle schon mal Tschüss und sagen vielen Dank, dass ihr bei uns reingeschaut habt. Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn euch das gefällt, was wir hier machen, wenn ihr uns unterstützt, indem ihr unseren Kanal abonniert. Gebt auch gerne dem Video einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und dann sagen wir jetzt noch viel Spaß mit den Impressionen von der Spiel. Tschüss! Tschüss.